Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Ja, wie ihr hier sehen könnt, handelt sich um das schöne Spiel Mass Effect 3. Ich muss dazu sagen, ich habe die Vorteile nicht gespielt. Ich weiß ungefähr, worum es geht, aber ich habe sie nicht gespielt. Aber ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, ist schon ein bisschen länger her. Aber ich fand es super geil, von daher habe ich mir gedacht, das muss ich let's playen. Es ist ein super Spiel. So, dann lädt erstmal. Es lädt und jo, dann erstellen wir mal ein neues Spiel. Was machen wir dann? Machen wir mal einen weiblichen Charakter. Ich werde das Ganze als Rollenspiel durchspielen. Action ist halt nur mit Ballern möglichst viel. Rollenspiel ist so Ballern und Story. Und Story ist mit wenig Ballern. Also nehme ich Rollenspiel. Das ist beides und gefällt mir am besten. So. Ja, der Name gefällt mir schon. Ja. Keine Ahnung. Ist schon gut, der Name. Das ist Standardaussehen, individuelles Aussehen. Gucken wir mal kurz. Nee, darauf habe ich keine Lust. Deshalb nehme ich das Standardaussehen. Okay. So. Ich habe mich nicht ganz entschieden, was ich spielen will. Ich werde aber, da ich das Ganze schon mal als Soldat, nee, als Wächter gespielt habe, werde ich mal, ja, ich spiele es mal als Soldat. So. Ja, ich kann jetzt schon eine Verstärkung nehmen, da ich es schon mal gespielt habe. Ich nehme mal Warp-Munition. Jo. Wo sind wir denn mal? Kommen wir denn mal her? Sind wir Raumfahrer? Sind wir Kolonist? Ne, wir sind mal auf der Erde geboren. Wie sind wir weitergekommen? Rücksichtslos. Ne, so eiskalt will ich auch nicht sein. Ich bin ein Kriegsheld. Unbedingt. Ja. Ich nehme mal diese Variante, da ich letztes Mal mit dem Tod von Kedan Alenko gespielt habe, nehme ich jetzt mal, dass Ashley tot ist. So, das nehme ich an und dann okay, dann starten wir das Ganze mal. Electronic Arts präsentiert eine BioWare-Produktion. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Thank you.
Commander. Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Andrew. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen rund. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erst an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll es denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. So, dann sind wir wieder da. So. Ja, ich glaube, wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Wenn Sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee völlige Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Wir haben Ihre Berichte gelesen und Ihre Daten gesichtet. Aber für uns ist es nur Theorie. Sie waren vor Ort. Im Schützengraben. Im Kampf. Sie wissen, wozu Sie fähig sind. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen, jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur eine Soldatin, Anderson. Keine Politikerin. Das sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Kaidan? Wie ist es gelaufen, Major? Okay, denke ich. Schwer zu sagen. Ich warte jetzt auf Befehle. Admiral. Gehen wir. Sie kennen den Commander? Früher mal. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Ja, wir müssen wohl zusammenhalten. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Irgendwas von Admiral Hackett?
Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy. Die nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Sie sind gewaltig. Es geht schon mal los jetzt. Schnellreich hier los in diesem spannenden Spiel. Und da ich die Fähigkeit schon habe, aktiviere ich sie auch gleich mal. Bessere Munition, die Warp-Munition. Bewegung! Hiermit kann man übrigens anhalten und Fähigkeiten aktivieren, Leerkräfte halten. Achtung! Rennen. Einmal drücken, Rolle zu machen. Springen Sie aus vollem Lauf! Ja! Es ist weiter, als es aussieht. Und dann springen wir mal schön. Juhu! Ich finde die Atmosphäre in diesem Spiel. Also das Aussehen, atemberaubend, schöne Grafik. Sieht echt super aus. Aber auch vom Spiel an sich her gefällt mir das Spiel sehr gut. Kommen Sie, wir müssen hier weil entlang. Es einem viele Möglichkeiten gibt. Sieht sicher aus. So. Gehen wir. Major, dann folgen wir mal. Shepard hört auch Anderson. Mit. Wir haben die Normandy fast erreicht. Lieutenant Vega ist bei mir, aber wir liegen unter schwerem Beschuss. Husks! Schalten Sie sie aus! Erschießen Sie sie! Schade. Wir haben doch nicht vergessen, wie man schießt, oder? Schalten Sie sie aus! Zwei. Erschießen Sie sie! Wir haben doch nicht mehr keine Munition mehr! Los doch, wir haben es eilig! So, dann gehen wir mal runter. Wir haben nämlich keine. Doch, wir haben noch Munition. Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Okay, jetzt haben wir keine mehr. So, dann drücken wir mal. Zack. Er darf sie nicht zu packen kriegen. Um sie umzuhauen. Zack. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht heftig aus. Und auch nicht besonders gesund. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Medikit. Wichtige Erfahrungspunkte. So. Vorsicht! Schade. So, weg. Dem ähnlichen Hass. Hier entlang! So. Was ist da denn? Es ist okay.
alle sterben. Ja, dann wollen wir ihm mal helfen. Komm her. Ich bringe dich an einen sicheren Ort. Nimm meine Hand.